Toleranz und Akzeptanz und vielleicht so diese Idee, was ist das Gute an dem? Weil wir müssen ja nicht gleich sein. Wenn wir gleich wären, würden wir uns ja nicht ergänzen. Ich denke, wir haben eine Chance, liebevoller miteinander umzugehen in dem Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Also wir haben jetzt im Privaten, glaube ich, eine Chance, Menschen um uns rum zu sammeln, mit denen wir, ja, wo wir eine Art Zuhause erleben. Und ich glaube auch, dass wir früher getäuscht waren in der Idee, eine gute Beziehung zu führen, um dann vielleicht jetzt festzustellen, so gut war doch alles gar nicht. Die wichtigste Idee dabei, die mir dabei einfällt, ist, dass ich eigentlich immer nur in Beziehung oder in Resonanz gehe mit Themen, die bei mir selber in Unordnung sind. Also gelingende Beziehungen brauchen immer ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Erlebnisreise. In schlechten Zuständen treffen wir keine gute Entscheidung.